Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, heute geht es um Pico. Es gibt Black Friday Deals, die es in sich haben, meiner Meinung nach. Da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu. Und dann gibt es auch Informationen, die ja immer wieder die Runde jetzt machen. In unserer Facebook-Gruppe lese ich immer wieder öfters darüber. Wer unsere Facebook-Gruppe nicht kennt, unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Gerne mal joinen, VR World Germany. Und ja, da gibt es alles rund um das Thema VR, egal welches Headset, welche Spiele und so weiter und so fort. Welche Fragen ihr habt, könnt ihr gerne darstellen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr joinen würdet. Und ja, da habe ich immer öfters jetzt gelesen, ja, soll ich mir noch eine Pico kaufen oder lohnt es sich nicht oder soll ich meine Pico verkaufen, weil Pico stirbt ja jetzt und so weiter und so fort. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ich habe keine Hintergrundinformationen jetzt oder Insiderwissen. Ich gehe jetzt auch einfach ganz nur stupide auf die Infos, die so offiziell im Raum stehen oder die halt im Internet geteilt werden. Und ja, es gab eine Kündigungswelle bei Pico und es werden wohl mehrere Leute entlassen. Ich weiß nicht, wie viele. Da gehen wir gleich mal, schauen wir uns mal ganz kurz einen Bericht von Mixed an. Und ja, da werden wohl, das soll wohl hunderte Mitarbeiter betreffen. Und wenn ich das mal im Gegensatz zu Meta sehe, da gucken wir uns gleich auch mal einen kleinen Beitrag an. Auf jeden Fall wurden da 2022, glaube ich, über 10.000 Leute entlassen. Und Meta gibt es immer noch und ja, Pico wird es danach auch noch geben. Ja, Kündigungswellen sind echt nicht schön, die sind echt übel. Keiner möchte in dieser Situation sein, die, ja, man ist auf eine Arbeit angewiesen, man ist auf Geld angewiesen. Wenn man dann entlassen wird, ist es nicht schön. Keine Frage, ich will nicht schönreden. Aber im Sinne von Umstrukturierung, wenn es ein Unternehmen betrifft, die sehen, okay, da läuft irgendwas falsch, wir gehen in eine ganz falsche Richtung, müssen Umstrukturierung vornehmen, dann werden auch Kündigungen ja ganz normal sein in diesem Fall und diesem Prozess. Und ich denke mal, in diesem Prozess befindet sich Pico aktuell. Ich denke nicht, dass die jetzt wirklich alles einstampfen. Aber ja, schauen wir uns gleich mal an. Und dann gibt es aber auch positive Nachrichten. Es gibt einen Black Friday Deal. Ich kenne noch nicht alle Informationen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nur, dass 3 Spiele Teil davon sind. Da schauen wir uns aber auch gleich auch nochmal an. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Bericht bei Mixed an. Und hier steht Pico. Neue Entlassungswelle soll hunderte Mitarbeitende betreffen. Bericht. Exklusive Informationen, die Mixed vorliegen, zeichnen ein chaotisches internes Bild bei Pico. Offenbar soll ein vielversprechendes und fast fertiges Rhythmusspiel im Beat Saber-Stil überraschend eingestellt und das gesamte Team entlassen worden sein. Ich denke mal, es handelt sich um das Spiel, was ich euch schon vorgestellt habe, wo auch die Bein-Tracking-Teile dabei waren. Ich habe keine Informationen dazu, weiß ich nicht, muss man jetzt mal abwarten. Ja, dann gab es noch von Upload da eine Nachfrage und Pico wird weiterhin normal arbeiten und seinen Nutzern erstklassige Dienste bieten und so weiter und so fort. Ich werde das Ganze mal in die Beschreibung packen, könnt ihr euch gerne mal durchlesen komplett. Ich will da jetzt nicht so krass drauf eingehen und ja, einem chinesischen Bericht zufolge geht Pico 4 die Luft aus. Besitzer weiterhin will den VR-Brillenhersteller schließen. Vor kurzem machten offenbar falsche Gerüchte über eine VR-Brille Pico 5 die Runde. Ja, da gab es einen Leak. Das, bei Leaks ist immer die Sache, stimmt das oder stimmt das nicht? Das habe ich in meinem Video auch erwähnt. Es geht nur um den Leak. Da gab es auch krasse Kommentare zu. Aber wenn ich einen Leak finde oder sehe, dann kann ich nur auf den Leak eingehen. Ich kann aber nichts zu Wahrheitssachen sagen. Von daher muss man bei Leaks immer vorsichtig sein. Auf jeden Fall könnt ihr euch gerne mal alles genau durchlesen. So, jetzt kommen wir auch nochmal zu Facebook und Meta. Und das ist bei Golem ein Bericht und da wurde gesagt, dass im November 2022 bereits rund 11.000 Mitarbeiter entlassen wurden und dann gab es wohl auch nochmal eine Kündigungswelle. Also meistens kommen solche Nachfragen oft von Meta-Quest-Fan-Leuten. Ich bin von keiner Firma Riesenfan. Ich bin einfach VR-User, ich bin VR-Fan und mir ist es egal, welches Headset ich auf dem Kopf habe. Hauptsache, ich habe Spaß dabei und daher sehe ich das komplett neutral. Und es gibt immer Kündigungswellen, die wird es immer wieder geben. Und ja, Meta gibt es immer noch, es gibt Facebook noch und
Ich denke, dass es Pico auch weiterhin geben wird. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da kommt, was in Zukunft kommt. Fakt ist, jetzt gibt es erstmal ein Black Friday Deal und das ist die aktuelle Information, die ich jetzt habe. Die ist auch auf der Pico-Seite erhältlich. Also, wenn wir vom 24. bis zum 27. November 2023 eine Pico 4 kaufen, erhalten wir Arizona Sunshine 2 und zwei zusätzliche Spiele kostenlos. Das ist einmal Warplanes Battles Over Pacific und einmal Green Hell VR. Und ja, Arizona Sunshine 2, ich glaube, jeder von euch wird wissen, was da auf uns zukommt. Und bei den anderen beiden Games, Warplanes Battles Over Pacific, habe ich nicht gespielt, aber ich habe Green Hell mal angespielt. Da habe ich auch ein Video zugemacht. Auf jeden Fall bekommen wir hier 99,97 €. Ja, quasi Spiele im Wert geschenkt, wenn wir eine Pico 4 kaufen. Ich weiß nicht, ob die Pico 4 jetzt auch nochmal reduziert wird. Es kann sein, muss aber nicht. Dazu habe ich jetzt keine richtigen Fakten. Ich vermute es aber. So, und wenn ich da was weiß, werde ich auf jeden Fall unten in die Kommentare auch einen Link anpinnen oder sonst was mit den Informationen, die ich dann habe, wie teuer und so weiter und so fort, werde ich auch in die Beschreibung packen, wenn es denn offiziell ist. So, ja, so sieht es aktuell aus. Es läuft ja auch hier gerade ein Timer, die besten Pico-Deals 23, 5 Stunden 28 und so weiter. Dann wird alles bekannt gegeben. Gut, hier sind jetzt drei AAA-Games. Ich denke mal, es handelt sich um diese Titel hier. Und ja, dazu kann ich euch dann auch nochmal die Pico 4 auf Amazon zeigen. Also die kostet aktuell 469 € für die 256er Version und dann 399 € für die 128 GB Version. Ich werde euch unten in die Beschreibung, die sind eigentlich fast immer drin, ein paar ja, VR-Affiliate-Links von Amazon und die werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr meine Affiliate-Links nutzen würdet. Dann habe ich ein bisschen was davon und ihr unterstützt dadurch meine Arbeit, ja, die ich hier so ein bisschen habe. Und ja, würde mich mega freuen. Es nutzen immer mal wieder Leute, aber es könnte natürlich mehr sein, würde ich mich natürlich auch freuen, besonders wenn es sich um solche ja, Sachen handelt, die ein bisschen teurer sind. Ja, auf jeden Fall werden wir morgen mal gespannt sein, ob das nochmal krass reduziert wird und wenn es nochmal krass reduziert wird. Und wir kriegen die drei Spiele dabei, also dann haben wir echt einen guten Deal. Aber lassen wir uns mal abwarten und gespannt sein. So, jetzt haben wir hier Arizona Sunshine 2, das ist der Gameplay Showcase. Und ja, wer sich den noch nicht angeschaut hat, werde ich auch mal unten in die Beschreibung packen. Und ich habe auch mal reingeschaut, noch nicht komplett geguckt, aber das, was ich gesehen habe, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich bin gespannt am meisten auf die Steam VR und die PSVR 2 Version. Ich bin aber auch gespannt, wie sich die Standalone-Geräte so bei dem Game schlagen und wie die krassen Unterschiede dann sein werden oder wie krass die Unterschiede sein werden, wenn ich jetzt PSVR 2 und Standalone habe oder halt Steam VR. Also das, was wir hier sehen, ist, gefällt mir und ich bin mega gespannt auf Arizona Sunshine 2. Es soll ja auch ein Koop-Gameplay bieten, wo wir die Mission spielen können. Wir haben auch sowieso einen Partner dabei, den Schäferhund, der uns da begleitet. Und wenn wir aber Bock drauf haben, können wir mit einem Freund, Freundin zusammen die Story-Mission spielen. Und dann soll es wohl auch noch Horden-Modus geben mit 4 Personen. Also das ist dann mit 4 Personen spielbar. Also ich bin gespannt. Lassen wir uns mal echt überraschen. Und gehen wir mal zum nächsten Game, was dabei ist. Und da habe ich ja, ein bisschen Live-Gameplay dabei. Und von Green Hell VR werde ich auch in die Beschreibung mal packen und eventuell im Abspann auch. Und könnt ihr euch mal anschauen. Es ist ein richtig krasses Survival-Game, wo wir wirklich jederzeit sterben können. Wir können auf Sachen treten, Schlangenbisse und so weiter und so fort. Und müssen dann Gegengift und so weiter suchen. Wir müssen Nahrung finden, Wasser und ja, geht immer so weiter. Also mir war es ein bisschen zu krass, Survival, aber gibt Leute, die lieben solche Games und ja, ansonsten hat es mir echt gut gefallen. Keine schlechte Umsetzung. So, zum dritten Titel kommen wir und das ist Warplanes Battles Over Pacific und ja, hier haben wir es, ist halt ein Weltkriegs
Flugshooter und ja, solche Games sind immer geil. Also ich mag solche Spiele. Besonders auch in diesem Setting, keine ganz Zukunftssetting, sondern dieses Setting, das mag ich. Und ja, das ist dann auch wohl dabei. Wie gesagt, ich werde alle Videos, die ich euch jetzt gezeigt habe, werde ich unten in die Beschreibung packen. Genau wie die Amazon-Seite von Pico und so weiter und so fort. Und ja, gehen wir dann nochmal auf diese Seite zurück. Wie gesagt, wenn ich jetzt mehr weiß, werde ich es in die Beschreibung packen und in die, ja, in die Kommentare anpinnen. Und ich bin auch gespannt, wie das Ganze jetzt abläuft. Also wenn wir uns jetzt innerhalb vom 24. bis zum 27. eine kaufen und uns dann anmelden, sollen wir diese drei Spiele umsonst dazu bekommen. Ich weiß nur nicht, wie sieht es aus, wenn ich mir die jetzt kaufe und die Lieferung dauert ein bisschen was. Da habe ich jetzt noch keine richtigen Infos zu, werde ich aber auch versuchen herauszufinden. Und wenn ich da was weiß, werde ich auch in die Beschreibung packen oder nochmal ein kleines Video zu machen, wenn ich da morgen zu komme. Ja, Leute, das war es eigentlich schon zur Pico und ihr könnt auch gerne eure Meinungen unten in die Kommentare packen, was ihr zu dem Pico-Entlassungswelle sagt. Wie gesagt, ich habe da keine Insider-Infos, ich habe auch nur die Infos, die ich so im Internet gefunden habe und ich bin echt gespannt, was ja auf uns zukommt. Und ich wäre echt traurig, wenn das wirklich stimmen sollte und Pico wird geschlossen, was ich aktuell aber nicht glaube. Aber wenn es so ist, verlieren wir ein Konkurrenzprodukt zur Meta-Quest und das wäre schlecht. Ich will mehr Konkurrenz haben. Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, lässt auch die Preise sinken. Das ist eigentlich für uns VR-Fans da draußen am wichtigsten. Und ohne Konkurrenzgeschäft, ja, meiner Meinung nach ist es nichts. Und ja, so wird auch, wenn es neue VR-Brillen gibt, so wird die Konkurrenzpartei wird dann wieder gezwungen sein, auch wieder was Besseres auf den Markt zu bringen, vielleicht was am Preis zu machen und so weiter und so fort. So wird es jetzt auch beim Black Friday Deal sein. Die Quest 3 verkauft sich sehr, sehr gut und ist auch ein tolles Gerät. Ich habe es mal ja, eine Stunde ausprobiert. Ich habe es leider nicht zu Hause gehabt, noch nicht. Werde ich mir wahrscheinlich ja gegen Ende des Monats bestellen, mal schauen. Auf jeden Fall ein gutes Produkt und jetzt ist Pico natürlich auch ja, in Zugzwang und muss natürlich einen coolen Deal auf die Beine stellen und ich glaube, dass die damit einen guten Deal auf die Beine gestellt haben. Ich bin gespannt, was noch am Preis geht. Wir haben hier immer noch ein tolles Standalone-VR-Headset, das ist Fakt. Wir haben hier ein Headset, was ich super mit Virtual Desktop oder so auch benutzen kann für SteamVR und es funktioniert super. Wir haben einen coolen Look. Ja, die Quest 3 ist neuer, die hat ein paar coole Gimmicks, besonders Mixed Reality funktioniert ja echt gut und klar, ich bin bei euch, wenn ich mir jetzt aktuell, wenn ich keine VR-Brille habe und ich müsste mich entscheiden, würde ich dann auch wieder auf die Quest 3 gehen. Genau so war ich der Meinung, dass als die Pico 4 rauskam, ich mir die Pico 4 geholt hätte, als die rauskam, weil die halt besser als die Quest 2 war. So, nur mal das dazu, dass ich kein irgendwie Pico-Fan bin, Meta-Fan bin. Ich bin einfach VR-Fan und ich will immer das beste Erlebnis haben und das geht meistens halt mit den neueren Headsets am besten. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, wenn es jetzt Neuigkeiten gibt, schreibe ich alles in die Beschreibung, in die Kommentare und werde gegebenenfalls dann auch nochmal ein Video raushauen. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.